Willkommen zurück zu Thief Deadly Shadows. Wir sind zurückgekehrt aus der Cutscene und in der Halle der Statuen, die ihren Namen jetzt auch wirklich verdient hat. Und das, liebe Leute, war der Grund, warum ich die Fackeln gelöscht habe. Nicht, dass diese Statuen unglaublich gute Sehkraft besäßen, aber sicherlich nicht ungefährlich sind. Die größte Frage ist aber, das scheint weder Orland gewesen zu sein, noch Artemus. Aber wer war das dann? Es war eine Frau und die schien auch etwas älter gewesen zu sein. Und das würde ja dann doch bedeuten, dass es sowas wie diese alte Frau vielleicht gibt aus den Sagen, Märchen und so weiter und so fort. Eine Hexe. Das Interessante ist auch übrigens, dass Garrett auf einmal am Ende des Raums stand, obwohl wir da ja gar nicht reingekommen sind. Haha. Oder kann ich doch hier raus? Nee. Aha. Ich bin doof. Ich muss ja daher. Stimmt. Ich muss ja einen bestimmten Ausgang nehmen. Den haben wir auch schon gesehen. Es gibt auch ein dezentes Problem mit diesen Statuen. Das wird auch später bestimmt nochmal erläutert. Versuchen wir das mal so. Night,
Genau, nothing and no one. Holy moly. Ja, das hat mir jetzt erstmal wieder gereicht mit den Viechern. Möchte ich die Mission wirklich beenden? Ich habe genug Beute, ich habe nicht alles. Ich habe mindestens zwei spezielle Beutestücke gefunden und sonst würde ich sagen, haben wir auch ziemlich großen Erkenntnisgewinn erlangen können. Naja, beenden wir mal die Mission. I found more than I bargained for. A hideous old woman who makes statues walk, who is out for my blood and knows me by name. Orland doesn't seem to have a clue, so I don't think he's my man after all. Artemis didn't leave me much to go on either. I managed to escape the ambush, but the Keepers still think I'm the enemy. In fact, I only know of one person who might be able to help me. A Hammerite named Inspector Drept. Mhm. Mission gemeistert. Ich fand mehr, als ich erwartet hatte. Eine verschlagene alte Frau, die Statuen beleben kann. Und meinen Namen kennt. Und die hinter meinem Blut her ist. Orland scheint nichts zu ahnen. Er ist wohl doch nicht mein Mann. Und Artemus hat mir auch nicht wirklich weitergeholfen. Ich bin dem Hinterhalt entkommen, aber die Hüter halten mich immer noch für einen Feind. Jetzt kann mir nur noch ein Mann helfen, und zwar ein Hammerit. Inspektor Drept. Wir sehen uns gleich wieder. Und ich würde sagen, wir spielen noch bis zu einer gewissen Stelle, sofern mir die Zeit das noch erlaubt. Und wir sind auf einmal auf irgendeinem Dach rausgeschmissen worden. Okay. Interessant. Denn das, was danach kommt, das möchte ich gerne in gewisser Art und Weise zelebrieren für und mit euch. Aber dazu später mehr. Strike through! Ich liebe das. Hatte ich den nicht schon geplättet schon mal? Oder was ein anderer? After the trouble before, let us be extra vigilant tonight. Cease thy villainy und cease thy trickery. Ja, und warum? Weil Garrett wieder nicht das tun wollte, was ich will. Sowas nervt echt bei solchen Stellen. Ich stand direkt vor dir im Licht, also mal ehrlich. Du bist ein neues, ja. Erneuigen bist du auch. Dann gehen wir wohl doch nicht da oben her. Inspektor Drept. Our orders are to find the betrayer and erase. Entweder der ist wieder da oder es ist ein neuer, aber ich meine, den hätte ich da mal umgemeuchelt.
Jetzt ist die Frage, wo will ich denn eigentlich hin? In Alldale. Suchen Sie in Alldale nach Inspektor Drabb. Vielleicht erweist er mehr über die Hexe, die Ihnen im Kloster der Hüter eine Falle gestellt hat. Klettern Sie durch das Fenster in Drabbs Arbeitszimmer. Tatsache, es war eine Hexe. Liebe Leute. I see you there. So. You won't be so happy when I come back with the others. Noch ein so ein Spruch und es setzt was mit meinem Knüppel. Ach, das ist die Ladenbesitzerin, ja? Can you speak? Gotta keep going. Can you tell me what happened to you? Gotta hide. Da war eine Stadtwache drin. Das war jetzt gerade ein bisschen sehr. Stop hiding now. Hiding never solved anything. Das würde ich so nicht behaupten. Ich glaube, hier hinten sollten wir hergehen. Hi. He who measureth the worth of his life by counting his gold is he who measureth the worth. Jetzt können wir auch wieder in die Docks reingehen und haben noch einen anderen Ausgang. Ich weiß nur, ob das sinnvoll ist, wenn wir nach Alldale wollen. Ugh, didst I see mein error? Didst I see mein error? Muss ich mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass wir jetzt die Glyphen ja wieder benutzen können. Das ist jetzt ein bisschen sehr doof. Ich würde nämlich gerne zu der. Wouldn't mind a bit of ale right now, actually. Tell the truth, but no, that's against the rules. Ich liebe diese Wachen. Vor allem ihn hier mit seiner Synchronstimme. Der ist so. Should have gone to sea, like my brothers before me. Ach, geil. Ich feier den richtig. Welcome, welcome. Step into my store. I call it Carmen's Place, because that's me. I'm Carmen. The Hammerites think I sell ladies' undergarments or something. I don't know where they got that impression, but it keeps them away. So everybody's happy, yeah? Ja, ja. Also ich bin happy. Goldenes Übungsschloss. Ach, wer braucht denn schon so einen Blödsinn? Wir sind ein Meisterdieb. Kein Anfänger. Kann ich da durch? Ich glaube schon. So, wenn ich tödlich vorgehen würde, würde ich ihm jetzt einfach einen Fall in den Kopf jagen, aber ich gehe nicht tödlich vor. Andererseits, wie soll ich hinter ihn kommen, wenn da Licht ist? Das kann nichts werden. Alright, what's all the noise about? Ab nach Alldale. Was es da gibt, sehen wir in der nächsten Folge. Bis denne.